Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Avatar. In der letzten Folge haben wir so vieles gemacht, dass ich mich nicht mehr erinnere. Und uns wurde aufgetragen, dass wir zwei Verräter, dass wir zwei Verbindungskammern untersuchen, die möglicherweise Harper enthält. Und diese sollen wir dann auch logischerweise zerstören. Ja, okay. Mal gucken. Schön, Sie zu sehen. Schön, wen zu sehen. Hä, wo komme ich da jetzt rein? Lol. Egal. Da sieht man ja, dass der da ist. Ich nehme die Waffe. Aber das ist doch gar nicht Harper, oder? War das Harper? Nee, war es irgendwie nicht. Okay, was mache ich jetzt mit dem? Muss ich den gefangen nehmen oder was? Lol, ich muss den jetzt töten, den Menschen, ne? What the fuck? Nun komm schon! Ziel erreicht! Geh weg von meinem Auto! Oder gibt's hier noch irgendwo eins? Ah, das ist gar nicht das mein Auto gewesen. Hopp! Hopp, Buggy, wir müssen hier weg! Los! Nein! Ich muss das Teil abfackeln. Oder auch nicht. Boah, ey, dann gehe ich halt zu dem anderen Wagen. Alter, fuck you. Stirb. Ist auch niedergebrannt. Aber das Auto brennt schon. Kann ich ja trotzdem noch fahren? Ja. Und da noch. Von da kommen. Jetzt muss ich hier unten lang fahren. Hier rechts. Boah, das sind Baumstämme. Das schaffen wir. Siehst du? Hab ich doch gerade gesagt. Habt ihr das auch gerade gesehen? Dieses komische Auto, was immer so lang fährt. Pff. Immer diese Geisterfahrer hier. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Boah, meine Stimme. Gott, was war das denn? LOL! What the fuck? Okay, hier ist schon das nächste Auto. Mit dem fahre war dann einfach weiter. So. Ich will mich jetzt hier öffentlich bei RTL. Ich finde das nicht okay. Und zwar läuft ja im Moment gerade das Dschungelcamp. Und die Iris. Mutter von Daniela Katzenberger. Die Pfälzerin. Oh, scheiße, das ist so ein Viech. Ist da ja auch drin. Okay, ich kann kein Fels drehen. Bei mir hört sich das immer so kacke an. Oh, what the fuck. Aussteigen. Ich will nicht sterben. Und auf jeden Fall, wenn diese Ja ruft für bla 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 an, wenn ihr sie in dieser Prüfung sehen wollt, bla bla bla. Wenn das kommt, probieren die diesen Satz, den sie für Iris dann kreativ erfunden haben, hust hust, auf Pfälzisch vorzulesen. Ja. Und dann kommt dann Scheiße raus. Weil Pfälzisch ist wirklich eine eigene Sprache, könnte man gerade sagen. Wie Bayerisch. Bayerisch ist auch eine eigene Sprache. Alter, wo ist dieser Typ? Wer hat mich gesehen? Da hinten? Ich frage mich ja gerade, wo der Typ ist, der gesucht ist. Weil der hat ja so Sachen... Oh, fuck it. La 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 la. Was war das denn jetzt? Wehe, ich muss klar weit laufen, ne? Ja, und auf jeden Fall, RTL, entweder lasst es Pfälzisch nachahmen zu wollen. Und da, wenn ihr das dann macht, dann macht's bitte richtig. Weil das kann nicht angehen, so. Ich wünschte, ich könnte euch jetzt zeigen, wie man richtig Pfälzisch spricht, aber... Ich kann das nicht. Der sieht genauso aus wie der andere, bloß ein bisschen abgewandelt.
AVTR-Programm. Von der RDA. Ja, schön, ich will nicht sehen, wie der Mann aufsteht. Was schießen die denn? Auf mein Auto! Ihr wagt es, auf mein Auto zu schießen. Oh, das war das Falsche. LOL! Fuck y'all! Erhole dich und auf geht's! Siehst du, er sagt auch auf geht's. Alter. So, schnell teleportieren und zwar die Landung. Wow. Lecker Kava trinken. Warmer Kava. Mm. Schön Geschlürfe. Mm. Yum, 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 yum. Ja, ich will mit dir reden. Gute Nachricht und schlechte Nachricht. Beide Avatare sind tot. Warum schlechte Lassen Nachricht? Sie mich raten, hab aber nicht mehr. Ach so, das ist die schlechte. Logisch, logisch, ich logisch. Ein Signal empfangen, allerdings boah, ey. Wald, schwer zu sagen, sagst du mir, jetzt kannst du mich nicht auch mittendrin durch. Einfach mal anfunken weiß, oder so? Neues. Boah, ey. Ja, und jetzt? Muss ich jetzt mit der reden, oder was? Hey, Ryder. Wo haben Sie gesteckt? Falco hat mich in Höllentor aufgehalten. Merkwürdig. Ich bezweifle, dass seine Befehle von der RDA kommen. Okay. Ich glaube, er spielt sein eigenes Spiel. Na super. Oh, ja. Was bedeutet das jetzt für uns? Noch nichts. Wir machen erstmal weiter. Sie müssen diese Splitter besorgen. Erstatten Sie Bericht, wenn Sie es geschafft haben. Ich habe das ungute Gefühl, dass wenn wir irgendwie die harmonische holen, dass wir dann dort auf Harper treffen, irgendwie. Oder während der Splittersammelaktion. Da, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da sehr... dass es da passieren könnte. Die konnten sich aber auch keine anderen Fahrzeuge wie Buggies leisten, irgendwie. Oh, beinahe wäre ich da runtergefahren. Ist hier nicht irgendwie so eine... LOL, hast mich erschrocken, du Idiot. Von wo denn? Nun komm schon. Hä, aber da unten ist doch gar kein Splitter. Also, wie soll ich da hinkommen? Einmal außen rumfahren, oder was? Ach, ey, fuck y'all. Wow! Oh Gott! Alter, ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Einfach da mal außen rumfahren und dann... Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich da jetzt hier außen rumfahre, dass ich dann nach da unten komme. Aus dem Weg! Na doch. Ich muss da mal durch, ich muss da... Da war irgendwas. Was ist das, Sprengstoff? Hä, für was Sprengstoff? Lass mich hier doch weg! Da geht alles in die Luft, ihr Idiotas! Oh, what the fuck, was war das? Alter! Ey. So, jetzt verpinkelt euch erstmal alle. Alter, ihr wollt! Ja, greift mich an, während ich mich hier noch erhole. So, fuck y'all jetzt. Und wehe, du stirbst. Da ist noch einer! Ja, klar! So, jetzt kommt das da. Boah, ey. Folgt ihr mich jetzt noch, ihr scheiß Kütter, ey? Ah, da ist der Splitter. Yay, ersten Splitter. Alter. Mist. Ja.
Stirb, Pflanze. Boah, jetzt muss ich da zurücklaufen. Ja, egal, okay. Das war's für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich beim nächsten Splitter bin. Weil ich keine Lust habe, jetzt das euch alles hier den Weg zu zeigen. Bis dann. Bis gleich. Bis dann.